Ein berühmter Gelehrter war einst Alkoholiker. Er besaß weder Bildung noch Manieren. Es war einer der schlimmsten Menschen seiner Zeit. Eines Tages betrank er sich mit seinen Kumpanen. Und er gehörte zu denjenigen, die sogar in aller Öffentlichkeit Alkohol tranken. Er hatte jeglichen Charme verloren. Seine Moral war unter jedem Niveau. Da sah er eine Gruppe von Menschen, die sich um jemanden versammelt hatten. Um einen Mann, der auf einem Esel saß. Viele Menschen standen um ihn herum und schienen ihn zu respektieren. Jeder wollte mit diesem Mann sprechen. Das weckte die Neugier des jungen Mannes. Also kam er näher und fragte ganz unverschämt: Wer bist du? Die anderen sagten: Das ist Imam Ash-Shabi. Wer ist Ash-Shabi? Was macht er? Er ist ein Muhaddith, sagten die Versammelten. Muhaddith? Was ist das? Sie sagten ihm: Das ist jemand, der die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Er lernt und lehrt sie. Wenn du ein Muhaddith bist, dann berichte mir einen Hadith, Imam Ash-Shabi. Und so sind und sollten die Gelehrten sein. Er kannte die Situation sehr gut und konnte diesen Mann begreifen. Er wollte ihm etwas Nützliches und Passendes bieten. Also überlieferte er den Hadith des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte: Wenn du keine Scham besitzt, wenn du keine Verlegenheit kennst, kannst du tun, was auch immer du willst. Denn es gibt nichts, das dich von schamlosen Taten abhalten kann. In diesem Augenblick öffnete sich sein Herz. Diese Worte trafen mitten ins Herz. Und er beschloss, sich zu ändern, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und sein Leben umzukrempeln. Er suchte den berühmten Imam auf, Imam Malik ibn Anas, den Imam von Medina. Er ging zu ihm und studierte bei ihm. Von Imam Malik lernte er die Ahadith. Dieser Mann, der in seiner Jugend ein Alkoholiker war, wurde später der Lehrer von Al-Bukhari und Muslim. Sein Name ist Abdullah ibn Maslam. Er ist einer der berühmten Hadith-Gelehrten. In seiner Jugend war er alkoholabhängig, hatte keinerlei Manieren, vor niemandem Respekt und er schämte sich nicht, sich in aller Öffentlichkeit zu besaufen. Nachdem er viele Jahre bei Imam Malik studiert hatte, wollte er unbedingt die Person sehen, die einst der Beweggrund für seinen Werdegang war. Also machte er sich auf die Reise nach Basra, wo sich Imam Ash-Shabi aufhielt. Doch bei seiner Ankunft erfuhr er, dass Imam Ash-Shabi bereits verstorben war. Welche Lektion können wir noch aus dieser Geschichte lernen? Das Leben besteht aus Veränderung. Es ist deine Mission, es ist deine Verantwortung, dich zu verändern. Und niemals darauf zu warten, dass dich irgendjemand ändert. Es liegt in deiner Hand. Wenn du das Leben eines Muslims betrachtest, sieh dir das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Das Leben der Gefährten radiallahu anhum ijma'in. Das Leben der großen Persönlichkeiten des Islam, der Gelehrten, der Anführer. Was haben sie gemacht? Sie haben zwei wichtige Dinge getan. Sie haben sich selbst verändert und sie haben andere verändert. Darum geht es im Leben. Du verbringst dein Leben damit, dich zu kultivieren, deine Seele und dein Herz auf ein höheres Niveau zu heben, wie auch dein Wissen. Dabei machst du Fortschritte und hilfst anderen. Fortschritte zu machen und zu wachsen, das ist die Geschichte des Lebens. Aber wenn du denkst, dass Veränderungen unmöglich sind, und genau das denkt die Mehrheit heutzutage, fühlst du dich ohnmächtig und denkst, dass die Umstände uns verändern werden. Darauf könntest du ewig warten. Was willst du Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag antworten? Die Welt wird sich nicht verändern, bis du dich nicht veränderst. Denn so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Welt erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran: Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Wenn wir sehen, wie die Muslime heute leiden, in allen muslimischen Ländern, solange wir uns selbst nicht ändern, solange wir nicht bereit sind aufzustehen, solange wir nicht bereit sind, unsere schlechten Gewohnheiten abzulegen, solange wir nicht bereit sind, etwas von unserer Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern, solange wir nicht bereit sind, aus unserer Gemütlichkeit herauszutreten, wird sich daran nichts ändern. Alles hängt miteinander zusammen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das seinen Gefährten oftmals gesagt. Ihr müsst euch dieser Tatsache bewusst sein. Diese Welt ist zusammenhängend. Wenn du in eine Sünde tappst, wirst du die Konsequenzen erkennen. Doch das kann Jahrzehnte später erfolgen. Oder es beeinflusst die Umma an einem anderen Ort der Erde. Vielleicht siehst du die Folgen nicht selbst. Aber so funktioniert diese Welt. Warum wurde der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit dieser Botschaft entsandt? Was hat er getan? Er veränderte die Menschen.
Denn die Araber jener Zeit vor der Offenbarung waren das primitivste Volk. Untereinander bis aus Blut verfeindet. Sie beteten Götzen an und taten die abscheulichsten Dinge. Doch nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung erhielt, wurden sie innerhalb von nur 20 Jahren zur fortschrittlichsten Umma auf Erden. Und die Dynamik war Jahrhunderte später noch da. Und der Islam verbreitet sich in aller Welt, von China bis nach Spanien. All das geschah durch die Veränderung, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam initiiert wurde. Wir ernähren uns immer noch davon. Dieselbe Dynamik ist das, was uns noch immer antreibt. Wir müssen unser Leben ernst nehmen. Wir müssen aufwachen. Aus dem Zustand der Gelassenheit aufwachen. Wenn du stolz darauf bist, dass du einige Gebete pro Tag betest, wach auf! Was auch immer du um Allahs Willen tust, es ist niemals genug. Du sollst jeden Tag über dich hinauswachsen, Tag für Tag. An dem Tag, wenn du beschließt, stehen zu bleiben, wirst du von Shaitan hinuntergezogen. Du musst aufwachen aus deinem Traum. Ich gebe Almosen. Ich spende so und so viel. Ich bete zu Allah. Ich faste um Allahs Willen. Gibt es noch mehr als das, was Allah von mir möchte? Wie viel auch immer du tust, es ist nicht genug. Du kannst Allah subhanahu wa ta'ala niemals zurückzahlen, was er subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Du kannst niemals dieses Niveau der Dankbarkeit erreichen, die Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. Aber du kannst dich bemühen.